Ich kriege ja mit, dass es eine Diskussion um eine Mediathek gibt, also wie viel sollen, wie viel müssen die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten eigentlich an ihrem Material zugänglich machen. Ich nehme das wahr, dass einerseits sich darin ein kulturelles und gesellschaftliches Interesse artikuliert. Das finde ich gut, da kann ich auch gleich unterschreiben. Ich sehe auf der anderen Seite, dass es da sozusagen, wenn ich es jetzt mal polemisch zuspitzen darf, um ein mehr oder weniger an zugänglichen Filmen geht. Und das finde ich dann in doppelter Hinsicht problematisch. Einmal kann ich mich nicht umstandslos diesem Ök-Ök-Rufen anschließen, also öffentliches Geld, öffentliches Gut. Das finde ich zu überzogen, könnte man vielleicht noch darüber diskutieren. Auf der anderen Seite finde ich eben Mediathekenangebote, die jetzt irgendwie erweitert werden, auch viel zu wenig und denke, dass im Namen der Wissenschaft oder für die wissenschaftliche Forschung man schon sagen kann, da will man mehr oder kurz gesagt, da will man alles. Die Medien- und Kommunikationswissenschaftler wollen die Rundfunkkultur erforschen und es ist überhaupt kein bisschen einzusehen, dass es da irgendwelche Grenzen gibt. Diese Grenzen sind aber da, rein technisch, darin spiegelt sich natürlich auch Rechtliches, Institutionelles, da kommen wir vielleicht noch drauf, aber wir wollen eben, die Wissenschaftler, die wir in Leipzig befragt haben, wollen eigentlich alles, was im Rundfunk jemals gesendet wurde, erforschen, wollen die Daten haben, wann was gesendet wurde und welchen Inhalt das hatte. Wie kommen wir dazu, in Leipzig diesem Wunsch sozusagen Nachdruck zu verleihen? Das liegt daran, dass wir im System der deutschen Bibliotheken von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert einen sogenannten Fachinformationsdienst betreiben, das heißt ein spezielles Portal für, jetzt in unserem Falle, die Kommunikations-, Medien- und Filmwissenschaftler. Das Ding heißt Adlerlink, können Sie aufrufen, ist ein Katalog aller wissenschaftlich einschlägigen Titel für die Medien-, Kommunikations- und Filmwissenschaftler. Das ist unser Anspruch. Da sind wir noch nicht ganz, aber wir arbeiten sehr daran. Wir, das sind hier vor allen Dingen Herr Dr. Stoppe, der da im Publikum sitzt, als Projektbearbeiter. Wir wollen ein zentrales Portal schaffen, wo Medien-, Kommunikations- und Filmwissenschaftler ihre Dinge finden, ihre wissenschaftlichen Kollegen finden, sich selber finden, alles finden, was lizenziert ist, was Open Access ist, was in Buchform da ist. Wir haben spezielle Lieferdienste, sie kriegen bei uns die Bücher nach Hause geliefert und so weiter und so fort. Also wir wollen da gut sein und wir wollen da liefern sein. Dieser schöne Ansatz hat ein gigantisches Manko und das sind die Quellen. Ja? Die Quellen sind nicht verfügbar oder zu einem großen Teil sehr schwer nur zu verfügbar. Ich bin auch im Netzwerk Mediatheken aktiv, wo ja sozusagen eine gewisse Trauergemeinde zusammenkommt, um jedes Mal wieder zu beklagen, was glaube ich heute auch schon öfters gesagt wurde, dass Geld fehlt. Ja? Es fehlen aber auch Initiativen, wie die vielfältigen rechtlichen und institutionellen Schranken zu überwinden sein. Und ich denke, wir haben da einen Weg gefunden. Und übrigens fing das auf einer Vorläufertagung dieser Tagung hier an, Zugang gestalten. Da war der Archivar des Bayerischen Rundfunks, Herr Tief, der stand auf, vor mir saß er irgendwie, stand auf und sagte, ich bin Archivar, ich möchte, dass man mich benutzt. Und da dachte ich, so einen Archivar habe ich jetzt noch nicht getroffen. Und ich will jetzt nicht sagen, dass wir befreundet sind, aber wir haben uns jetzt schon öfters besucht. Und wir haben in Leipzig auch schon mit Daten des Bayerischen Rundfunks mal provisorisch und natürlich streng vertraulich experimentieren können. Und wir wissen ja auch als sozusagen Vertreter oder Anwälte der Wissenschaft, dass die Rundfunkanstalten selber auch unterwegs sind. Ja, ist ja nicht so, dass die das nicht auch ahnen oder wüssten. Also 2014 gab es einen Intendantenbeschluss, die Archive generell zugänglicher zu machen. Es gibt in den Häusern unterschiedlich Bewegungen der Retro-Digitalisierung ihres Materials und im Zuge dieser Retro-Digitalisierung, das kennen wir aus den Bibliotheken auch, findet auch häufig eine Katalogverbesserung statt. Jedenfalls kann das stattfinden. Und dann arbeiten die Rundfunkanstalten, also jetzt die ARD und das ZDF, auch an der Zusammenführung ihrer Produktionsarchive, sodass dann die Anfrage im Hause einfacher wird. Denn man darf ja nicht vergessen, diese Archive sind deswegen so gut,
weil sie Produktionsarchive sind, weil dort Redakteure nachgucken müssen, was sie kriegen können für jetzt eine aktuell zu produzierende Sendung. Und aktuelle Sendungen bestehen ganz häufig aus Archivmaterial, viel mehr als man das so denkt. Deswegen sind diese Archive aber so sehr gut geführt und sehr aktuell und also sozusagen ein Leckerbissen für eine suchmaschinengeile Bibliothek, wie wir das sind. Wir möchten das gerne haben, dieses Material, und es eben anders aufbereiten, als Sie es intern aufbereiten. Wir haben natürlich generell mit dem Urheberrecht zu tun, dürfen aber jetzt seit der letzten Reform in den Bibliotheken auch Archivdigitalisierungen durchführen, also dürfen solche Digitalisierungen machen, die dann unter bestimmten eingeschränkten Bedingungen aber Benutzbarkeit herstellen. Schon diese Einzelplatzlösung gäbe der Wissenschaft also schon mal, ist schon mal ein Fortschritt, ist noch nicht das, was wir generell wünschen. Ich bin aber relativ sicher, dass die wissenschaftliche Community und die Bibliotheken, würde ich sagen, stehen auch dahinter, auch in Zukunft nicht locker lassen werden, diese Schranke des Urheberrechts, die den wissenschaftlichen Gebrauch darstellt und einfordert, auch weiterhin zu betonen. Ich könnte mir gar nicht vorstellen, dass dieser Aufruf schwächer wird. Es gibt auch international, wenn man mal vergleicht, doch viele ermutigende Zeichen. In Frankreich sind historische Nachrichtensendungen in großen Auszügen online zugänglich. Ja, das hat wohl auch zum Teil damit zu tun, dass es in diesem Land so eine Art Pflichtabgabe für solche Sendungen gibt. Aber immerhin, es ist eben da. Es gibt in den Niederlanden ein Institut für Bild und Zelluloid, wenn ich das richtig übersetze, wo 70% des dortigen Bild- und Tonerbes zur Verfügung stehen. Und in den USA gibt es unterschiedliche Dinge, die passieren. Also auf YouTube kriegen wir mit, dass es so etwas wie Fair Use gibt. Das heißt also, dass Dinge frei verfügbar sind, bis jemand Rechte geltend macht. Und im Internet Archive, das macht aktuell 1,7 Millionen Fernsehsendungen zugänglich. Ich war vor 3 Jahren dort und habe mich mit denen unterhalten. Deren Archiv ist viel gigantischer. Das können sie aber eben nicht veröffentlichen, auch aus rechtlichen Gründen in Amerika. Aber auch dort gibt es eben ein großes Interesse, kulturelles Interesse, gesellschaftliches Interesse und vor allen Dingen auch wissenschaftliches Interesse. Und ich denke, dass wir in Leipzig schon einen wichtigen Schritt machen könnten, wenn wir einfach sozusagen deren Datenbanken überführen könnten in eine sozusagen Suchmaschine, die erlaubt, eben einzelne Sendungen zu finden mit deren Themen, das ist zum Beispiel für Kommunikationswissenschaftler sehr relevant, die aber auch erlaubt, Sendungsprofile, Sendetagsprofile, noch nicht einmal das können die in ihren Archiven jetzt machen. So die Datenbank selber gibt es nicht her, das könnten wir mit einer Suchmaschine wahrscheinlich relativ einfach hinkriegen. Also dass man solche Profile hinkriegt, dass man Vergleiche machen kann, also nach dem Motto, ich habe noch gar nicht gesagt, mein Vortrag heißt eigentlich Pumuckl für alle. Ja, also wenn Sie dann wissen wollen, wann Pumuckl gesendet, wann er wiederholt worden ist, Sie müssen dazu grafischen Anschauungen, Sie brauchen dann grafische Anschauungen, um Diagramme, Timelines und Ähnliches zu machen. Das ist vor allen Dingen auch für Medienwissenschaftler sehr interessant. Und das würde dann eben auch dieses Kulturarchiv öffnen, das der Rundfunk darstellt. Ja? Also ganz egal, was jetzt sozusagen an rechtlichen Regelungen existiert und wie weit das auch immer institutionell ist, dass da momentan niemand leicht rankommt, nur an die, sozusagen an den Katalog dessen, was gesendet wurde. Ich rede noch nicht davon, dass man an die Sendungen selber rankommt, aber nur allein an die sogenannten Metadaten, das ist überhaupt nicht einzusehen, denn dafür ist, ich meine, alle Leute, die ähnlich alt sind wie ich oder so, sind mit Rundfunk und Fernsehen aufgewachsen. Ja? Also das prägt unsere Kultur, und wenn ich das jetzt erforschen will, dann brauche ich eben diesen Zugang, den wir machen könnten. Wir würden das deswegen anbieten und haben das auch schon so besprochen und sind jetzt sowohl über das Netzwerk Mediatheken da ein bisschen aktiv, wie auch in Einzelgesprächen mit den Archivaren, die wir auf keinen Fall irgendwie übergehen wollen, deren Bedenken wir respektieren wollen und deren Datenmodelle wir ja auch mit denen diskutieren müssen, weil wir können nicht die Datenmodelle 1:1 übernehmen, das sind archivalische
Datenmodelle, die braucht man so nicht. Aber die prinzipielle Brücke wollen wir eben schlagen und sind dabei, das jetzt eben einfach mal technisch vorzubereiten, und finanziert werden würde das eben in unserer Idee. Wir würden gerne einen Antrag stellen bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft, weil sie uns eben schon diesen Fachinformationsdienst bezahlt. Und da würde das sozusagen der Aufbau eines solchen Rundfunkarchivs, also für ARD und ZDF und Fernsehen erstmal, weil das sehr gute Daten sind, dann würde das der Aufbau auch bezahlt werden können. Ob das dann sowas wie eine deutsche Mediathek gibt, ob man dann den Rundfunk auch reinhaut, ob man dann private Sender reinhaut, wie man das ausbaut, das ist, glaube ich, dann vielleicht sogar eine Frage für eine andere Generation, aber wir würden gerne anfangen damit und könnten uns auch vorstellen, dass dieses aus wissenschaftlichen Gründen entwickelte Suchportal dann auch tatsächlich für einen allgemeinen Katalog sozusagen genutzt werden kann oder dahin transformiert werden kann. Das ist das Projekt, was ich Ihnen vorstellen wollte unter der Überschrift Pumuckl für alle. Vielen Dank.